Niemand weiß, wie es sich zugetragen hat. Wie das afrikanische Chamäleon nach Griechenland kam. Vermutlich in der Antike. Vermutlich übers Mittelmeer. Mitgebracht von Reisenden, die von dem kleinen Lebewesen entzückt waren. Vielleicht hat sich auch ein schiffbrüchiges Exemplar auf ein Stück Treibholz gerettet. Das letzte Stück könnte es geschwommen sein. Hin zum Strand. Tausend Jahre später, in einer Septembernacht. Der Strand birgt ein Geheimnis. Unter dem Sand erwacht Leben. Frisch geschlüpfte Chamäleons. Winzig und so verwundbar. Nach 11 Monaten in ihrer Eischale kriechen sie alle beinahe gleichzeitig unter dem Sand hervor. Große Köpfe auf zerbrechlichen Körpern. Sie sind die Nachkommen des gestrandeten afrikanischen Chamäleons. Jede Generation trägt noch immer denselben Instinkt in sich. Er zieht sie vom Sand weg. An einen höher gelegenen Ort. Hinauf auf Blätter und dünne Zweige. Je früher sie dem Sand entkommen, desto größer ihre Chance, die erste Nacht zu überleben. Ein kleines Chamäleon ist langsamer als die anderen. Diesmal erwischt der Skorpion eine Motte. Auch eine Sandboa ist auf der Fährte der neugeborenen Chamäleons. Und der kleine Trödler ist immer noch unten im Sand. Nachfahren des afrikanischen Chamäleons leben an einem Strandabschnitt in einer Lagune im südlichen Griechenland. Ein Touristenparadies. Und der einzige Ort in Europa, an dem diese Spezies lebt. Nur noch 300 erwachsene Tiere zählt die Gesamtpopulation. Die Gegend wird überwacht. Freiwillige aus der ganzen Welt beschützen das kleine Völkchen. Tag 1 im Leben der frisch geschlüpften Chamäleons.
Rundum wimmelt es nur so von Baby-Chamäleons. Sie erforschen den Strand mit all seinen merkwürdigen Lebewesen. Eine neue Straße durchschneidet das Gelände. Ganz in der Nähe werden neue Hotels und Golfanlagen gebaut. Manche Lebewesen kommen den Chamäleons gefährlich nahe. Trotzdem ist der Strand der ideale Lebensraum. Schon wegen seines üppigen Angebots an verschiedenen Insekten. Und Spinnen. Heute auf der Speisekarte frisch gefangene Ameisenjungfer. Der erste Winter ist erbarmungslos mit den kleinen Chamäleons. Noch zählen sie zwischen 3.000 und 4.000. Aber sie sterben wie die Fliegen. Im Frühjahr tapsen die stärksten und glückreichsten über den Strand. Nur ein Viertel der Neugeborenen hat die Kälte, Schlangen, Skorpione, Vögel und Katzen überlebt. Der Tag beginnt mit einem Schluck Morgentau. Ein reizendes kleines Mädchen, 5 Monate alt. Sie sich ein paar Tropfen mit ihrer einzigartigen Zunge. Ihr Durst ist gestillt. Jetzt klettert sie eine seltsame Pflanze hinauf. Plötzlich erwacht die Pflanze zu Leben. Jetzt dreht das kleine Chamäleon ein großes Rad. Die Welt ist voller Wunder. Ein junges Männchen bringt sich in Sicherheit. Seine besonders ausgebildeten Klauen finden hervorragend Halt an Ästen. Aber an dem harten Bambus rutschen sie ab. Weiter oben sitzt schon ein Männchen. Und Chamäleons meiden die Gesellschaft ihrer Artgenossen.
Die Farben zeigen ihr Befinden an und die Punkte, ob sie erregt sind. Der Artgenosse oben sucht lieber mal das Weite. Aber der untere ist gerade in Jagdlaune. Für den oberen ist hier Endstation. Keine Rettung in greifbarer Nähe. Seine Punkte zeigen an, dass er mächtig gestresst ist. Er beginnt zu rotieren. Möglicherweise ist das ein Abwehrmechanismus gegen hungrige Vögel. Schließlich wählt er doch den schnellsten Weg nach unten. In seine letzte Zuflucht. Hier entspannt sich gerade unser Lieblingsweibchen. Im Dickicht der Wacholderbäume ist sie sicher. Sie ist jetzt beinahe ein Jahr alt. Ihre Augen sind ungewöhnlich, ihr Sehvermögen erstaunlich. Sie kann jedes ihrer beiden Augen völlig unabhängig vom anderen bewegen. Sie sieht gleichzeitig zwei verschiedene Bilder. Damit kann sie Gefahr aus der Luft erkennen und hat gleichzeitig den Boden im Blick. Was tut sich noch am Strand? Das erlebnishungrige Männchen ist jetzt 11 Monate alt und geschlechtsreif. Der kleine Abenteurer hat gerade sein Versteck verlassen. In der Paarungszeit wird er jeden Tag hunderte Meter umherstreifen. Er bewegt sich auf unbekanntem Terrain voller Gefahren. Aber er geht unerschrocken voran. Zweites Männchen, auch auf der Suche nach einer Romanze. Der Fremde ist ganz schwarz vor lauter Stress und aufgeplustert. Sie schätzen sich gegenseitig ab. Die Kräfteverhältnisse sind geklärt. Unser Männchen ist oben auf und es ist unerbittlich. Es will den Gegner demütigen.
In einem uralten Ritual reibt es seine Nase über den Rücken des anderen. Mehrere Male. So, als ob es sein Territorium markieren will. Schließlich lässt es von seinem Gegner ab. Höchste Zeit, die Suche nach einer Partnerin fortzusetzen. Unser Weibchen verlässt seinen Baum. Ein Grashüpfer zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Volltreffer. Ihre Zunge schießt wie eine Rakete aus ihrem Maul. An ihrer Zungenspitze ist eine Art Saugnapf. Damit schnappt sie ihre Beute. Die Zunge eines Chamäleons kann doppelt so lang wie sein Körper sein. Der Speiseplan ist nicht auf Insekten beschränkt. Unser Weibchen will den Baum hinauf. Eine Tamariske mit vielen Schnecken. Ein anderes Chamäleon räumt schon kräftig ab. Aber unser Weibchen ist nicht bereit zu teilen. Der Konkurrent versucht, sie einzuschüchtern. Aber er hat nur eine große Klappe. Dann nimmt er doch lieber den Notausgang. Plötzlich taucht eine größere Gefahr auf. Da ergreifen beide die Flucht, baumaufwärts. Unser Männchen hatte bisher kein Glück. Er sucht noch immer. Endlich. Es tut sich was. Ein junges, geschlechtsreifes Weibchen. Es ist unser Weibchen, das sich vom Strand weggewagt hat. Er wird schwarz vor Verlangen. Dann, innerhalb von Sekunden, wechselt seine Farbe zu einem scheckigen Grün. Er tätschelt sie zärtlich mit seinem klammernden Füßchen. Aber ihre Färbung zeigt an, dass sie noch nicht bereit ist.
Sie befreit sich aus seinem Griff. Aber er lässt sich nicht abschütteln, folgt wie ein Schatten. Diese beiden Lebewesen, die ansonsten ausgeprägte Einzelgänger sind, werden die nächsten Tage nicht voneinander weichen. Oben in den Bäumen finden sie Schutz und paaren sich immer und immer wieder. Er hält sich an ihr fest und sie sich an den Zweigen. Wenn sie sich gerade nicht paaren, hält er sie am Schwanz fest, um sicherzugehen, dass sie sich nicht aus dem Staub macht. Aber darum muss er sich keine Sorgen machen. Fast unmerklich nickt sie und signalisiert ihm damit ihre Bereitschaft. Die Paarung ist eine anstrengende Angelegenheit für die kleinen Lebewesen. So anstrengend, dass sie manchmal sogar dabei sterben. Die ganze Nacht hängen sie aneinander. Im Morgengrauen kehrt die Lust zurück. Am späteren Morgen hat sie plötzlich genug von ihm. Sie zischt ihn an. Noch einmal versucht er, sie zurückzugewinnen. Aber sie lässt ihn links liegen. Es ist vorbei. Das Pärchen trennt sich. Jeder kehrt in sein Leben als Einzelgänger zurück. Der Countdown für die Eiablage hat begonnen. Die Tierschützer setzen einen Zaun zwischen Strand und Straße. Das Gehör ist bei Chamäleons nur schwach ausgeprägt. Dafür sind sie außergewöhnlich sensibel für Erschütterungen. Strandbuggies sehen die Tierschützer gar nicht gerne. Der Aufseher will die Dünen schützen, wo die Chamäleons ihre Eier ablegen. Und das tut er, wie so oft, ohne Erfolg. Aber er gibt nicht auf.
Unbehelligt setzt das Chamäleon seine Entdeckungsreise fort. In dieser Nacht schnappt sich ein Tourist drei Chamäleons. Unser Männchen ist eines davon. Ein Leben in Freiheit endet im Terrarium. Wahrscheinlich werden die Tiere bald an Stress und falscher Pflege sterben. Ende September trägt unser Weibchen seine schönsten Farben. Es sind die Farben der Trächtigkeit, ausgelöst durch Hormone. Ein Zeichen an die Männchen, sich erst gar keine Mühe zu geben. Sie ist schon trächtig. Auf ihrem Körper leuchtet ein Punktmuster auf. Sie ist sauer, weil ein anderes Weibchen auf ihren Baum geklettert ist. Ihre Farben sind eine ausgezeichnete Tarnung. Aber sie wechselt sie nicht, um sich unsichtbar zu machen. Sie wechselt die Farben nach ihrem Befinden oder ihrem Zustand. Sie kann die Grundfarbe ändern und das Muster. Unabhängig voneinander. Wenn sie Wärme braucht, nimmt sie dunkle Töne an, um die Sonnenstrahlen aufzunehmen. Und sie spart Energie, indem sie sich nur dort dunkel färbt, wo die Sonne sie tatsächlich trifft. Mit zarten, pastellfarbenen Schattierungen zeigen Weibchen ihre Paarungsbereitschaft an. Mit dunklen ihre Ablehnung. Ihr Körper spricht die Sprache der Farben. Bei Stress bekommt sie Punkte. Das kann sehr schnell gehen. Unser Weibchen verlässt seinen Baum. Zwischen 30 und 40 Eiern trägt sie im Leib. Am Boden macht sie sich auf die Suche nach dem idealen Platz, um ihre Eier abzulegen. Ihre Stressflecken leuchten auf. Um Millimeter ist sie dem Unglück entkommen. Ihre einzige Reaktion ist, sich wie ein Halm im Wind zu wiegen, um sich damit unsichtbar zu machen. Aber am Boden ist sie verwundbar und ihre Farben zeigen an, dass sie unter Stress steht. Später am Tag kommt Wind auf. Unser Weibchen scheint die Orientierung zu verlieren. Vermutlich macht der Wind ihren Augen zu schaffen.
Sie steuert geradewegs auf das Meer zu. Im lockeren Kies findet sie kaum Halt. Und der Wind wirbelt ihren leichten Körper umher. Aber noch nicht einmal der Sturm kann sie vom Kurs abbringen. Als er nachgelassen hat, macht sie sofort Probegrabungen in den Dünen. Die Zeit ist knapp. Legt sie die Eier nicht rechtzeitig ab, stirbt nicht nur der Nachwuchs in ihrem Körper. Auch sie selbst würde das nicht überleben. Erst am späten Nachmittag hat sie einen passenden Platz gefunden. Sie gräbt sich tief in den Sand ein. Die Ratte ist ein Eierdieb, aber sie kommt zu früh. Ein Hund. Noch schlechter. Er kann sich ein Chamäleon schnappen. Die Nacht bricht herein und sie presst noch immer. Sie arbeitet wie in Trance. Sie kämpft gegen ihre Erschöpfung. Schließlich muss sie die Eier loswerden, bevor es zu spät ist. Kurz vor Ende der Nacht schaufelt das tapfere kleine Wesen Sand in das Loch, um die Eier zuzudecken. Vorsichtig presst sie den Sand in das Erdloch. Sie ist mit ihren Kräften am Ende. Am nächsten Morgen hat sie sich ein wenig erholt.
Mit frischer Kraft schaufelt sie noch mehr Sand in das Loch. Es muss bis oben gefüllt sein. Sie gräbt nur mit ihrer linken Vorderpfote. Ihr rechtes Beinchen ist dick und geschwollen. Sie kann es nicht wirklich einsetzen. Derart angeschlagen wird sie wohl ihr Nest nicht abdichten können. Als die Dämmerung hereinbricht, muss sie aufgeben. Sie lässt ihr Nest offen und ungeschützt zurück. Der erste Räuber, der vorbeikommt, wird ihre Eier verschlingen. Aber der erste Besucher ist ein Naturschützer. Er hat alles beobachtet. Eierablage ist immer eine heikle Angelegenheit. Und als das Weibchen abgerückt ist, hat er ihren Job zu Ende gebracht. Ein Stück Maschendraht wird Raubtiere auf Distanz halten. Der Naturschützer markiert das Nest und registriert seine Lage. Nächstes Jahr wird er es wiederfinden. Dann, wenn die nächste kritische Phase beginnt. Das Ausschlüpfen. Einige Nächte später macht ein Tourist den Strand unsicher. Die Strandaufsicht erklärt ihm, sein Gefährt könnte Nester zerstören und bittet ihn, den Strand zu verlassen. Vor einer Stunde erfahren, was da los ist. Ein anderes Mal muss die Polizei herbeigerufen werden. Zwei Männer wollten mit einer Lore Sand klauen, ausgerechnet an einer Stelle nahe bei mehreren Chamäleonnestern. Ein leichter Morgenregen ist gefallen. Unser Weibchen nimmt ein paar Schlucke davon. Einige Wochen sind vergangen, seit sie ihre Eier abgelegt hat. Inzwischen hat sie sich von den Strapazen erholt. Ein Skorpion. Gleich zum Frühstück. Sie spaziert auf der Straße, die nie hätte gebaut werden sollen. Sie weiß nicht, was eine Straße ist. Und sie weiß auch nicht, was sie da gerade tut. Die Autofahrer können sie nicht sehen. Es passiert, was passieren muss. Eine Mondnacht, 10 Monate später.
Neues Leben regt sich im Sand. Es ist ihr Nachwuchs. Sie tragen das Erbe dieser kleinen Kolonie afrikanischer Chamäleons weiter. Doch die Zukunft dieses einmaligen Völkchens an dem griechischen Strand hängt von Hilfe ab. Keine leichte Aufgabe, denn in den nächsten Jahren werden immer mehr Touristen an diese Strände kommen. Neue Gebäude werden errichtet. Es ist die größte Investition in den Tourismus, die es jemals in Griechenland gab. 7-18 Lochgolfplätze, 11 Fünf-Sterne-Hotels und Konferenzcenter für tausende Besucher. Die Bauarbeiten hinterlassen Spuren am Chamäleonstrand. Bis hinunter zum Wasser. Selbst einem mutigen kleinen Chamäleon bleibt da keine Wahl mehr.